Herzlich willkommen zur ersten Show, denn wir haben hier Wer wird Millionär in der Yu-Gi-Oh! Edition oder besser gesagt, Wer wird Millennium-Näher. Hier heute haben wir einen besonderen Gast und zwar Niska. Er wird heute versuchen, die 1 Million zu erreichen. Für ihn geht es nicht um 1 Million, aber für ihn geht es um Subs. Und das ist, glaube ich, ein Grund genug, hier durchzuhasseln und die Fragen zu beantworten. Erstmal herzlich willkommen, Nico. Wie geht's dir? Ich mag Geld, darum bin ich hier. Ich auch. Ja, jetzt auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber, dass du mich hier reingeholt hast für den ganzen Kram. Schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier hinkriegen. Ich hab Bock, ich werde absolut alles verkacken. Anime bin ich sowas von raus. hat man, glaube ich, bei deinem YouTube-Video gesehen, ich vs. CK, wie gut ich mit dem Volk da draußen connecte. Ja, das war super. Von dem, oh mein Gott, es kann nur furchtbar werden, Leute. Es kann nur furchtbar werden. Wir gehen los. Wir haben Joker. Um genau zu sein, haben wir einmal den 50-50-Joker, Telefon-Joker und den Publikum-Joker. Natürlich, jede darf nur einmal benutzt werden. Ebenfalls haben wir Safe Goals. Bedeutet, wenn du bei der Frage 5 angekommen bist, selbst wenn du bei Frage 8 eben die falsche Antwort sagst, droppst du runter auf 500. 16 ist der nächste Slot und 1 Million, dann hast du halt die 1 Million gewonnen, ne? So, das sind eben, wie gesagt, Nico, ich seh dich. das sind hier jetzt, wie gesagt, die Joker. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt eigentlich alles, oder? Und ich würde sagen, bist du bereit für die erste Frage? Daddy will Geld. Okay, dann also, gehen wir. Ja, richtig. Ich finde, ruf die TV an, richtig. Ich habe mich schon auf eine Kurzwahl, wenn es soweit ist. Hast du? Das wäre so lustig. Ich guck mal, ob Dennis rangeht, ob er sagt, ich soll mich sonst wohin geschlechtsverkehren. Aber er weiß dann die Antwort wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Ja, muss er gucken. So, ich würde sagen, wir gehen in die erste Frage. So. Na, was denkst du? Kommt was Schweres oder kommt was Leichtes? Ich hoffe mal was Leichtes für die erste Frage. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an. Erste Frage, und zwar, wie viele Karten dürfen aktuell maximal im Main Deck gespielt werden? 60. Halt, erstmal die Antwortmöglichkeiten, ja? So. So. Okay, ich wusste nicht, dass die Antwort. Ja. A, 40 Karten. B, 55 Karten. C, 60 Karten. Oder D, 75 Karten. Okay, das war, ja. Es sind 60 Karten. Seitdem das Delinquent Duo mit einem Deck von 2222 Karten mal bei einer YCS angetanzt sind, hat Konami gedacht, ein Kartenlimit wäre ziemlich knorke. Weshalb sie einfach gesagt haben, 60 Karten ist das maximale Limit. Finde ich absolut witzig, wenn es 100 Karten wären. Ich glaube gar nicht, was es für Erdlich Piles da draußen geben würde, wenn es 100 Karten-Decks gäbe. Aber leider haben wir 60 Karten. God, I miss 60 Card Grass Piles. 60. Ah, ich glaube nicht. Also, soll ich hier die 60C einloggen? Yes. Ja, und ich glaube, es überrascht kaum. Die Antwort ist... Richtig! Wow. Sehr gut. Krass. Das heißt, wir haben die erste Frage hier souverän beantwortet. Ich würde sagen, du bist sehr gut. Und das heißt, wir rutschen hier auf die zweite Frage hoch. Und das ist natürlich jetzt die 100-Euro-Frage. Beziehungsweise für dich geht es jetzt um den ersten Sub. Ja, sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter rein. Ups. Ja, wie gesagt, technische Schwierigkeiten sind inbegriffen. Ich würde sagen, wir machen es weiter und gehen zur nächsten Frage. Und zwar, die nächste Frage ist, wie viele Hauptsets kommen in der Regel im Jahr raus? Ist es A, 6, B, 5, C, 4 oder D, 3? Als ob! Moment! Also, andere Frage. Wie viele Sets sind bisher rausgekommen, viele Hauptsets? Ja. Hä? Jetzt Moment. Echt? Du konsumierst alles. Market Watches, du konsumierst, wie heißt, Releases. Sei still, okay? Alles. Und weißt nicht, wie viele Hauptsets rauskommen? Okay, I mean. Okay, ich rate, okay. Na, was? Nein. Bei sowas würde ich geraten. Und mir ist gerade bewusst, dass Nico gerade nicht zu sehen ist. Er kann also jetzt in Ruhe grübeln. Wait.
Ja, dann Moment. Also ihr hört mich aber noch, oder? Da draußen. Ja, ja, klar, klar, alles. Gut, wir machen mal logische Schlussfolgerungen da draußen. Ja, okay. Ich, warte mal, wie viel waren es? Dieses Jahr kannst du knicken. Dieses Jahr. Wir haben jetzt bisher dieses Jahr haben wir jetzt. Ja, weil dieses Jahr noch nicht vorbei ist. Ach so, ja. Dann warte ich letztes Jahr. Was war letztes Jahr das erste Jahr? Battle of Chaos. Gefolgt von. Fuck, ich habe keine Ahnung mehr. Warte, Darkwing Blast, Pote, Battle of Chaos, Dimension Force. Ja, 4. Okay. Dann okay. Brüll ich mal C. Okay, also einfach jetzt aufgrund der alten. Naja, ich gehe jetzt einfach mal auf das Pattern vom letzten Jahr. Rate ich jetzt mal. Ich tue jetzt mal hier diese ganzen Deckbuilding-Sets und so einen ganzen Kram nicht mit reinnehmen. Nee, also wirklich nur Hauptsets, ne? Also jetzt sowas wie. Genau. Tactical Masters und sowas. Nee. Das ist ja Deckbuilding. Genau. Hauptset. Moment. Nee. Also Battle of Chaos war scheiße. Dann kam Daifo, was okay war. Pote war krank. Darkwing Blast war ein Gottesgeschenk, weil da kam Draco Slayer nochmal dazu. Ansonsten viel mehr. Oh mein Gott. Ja, also 4 waren es letztes Jahr. Ja, ich sag, es geht ja um die Regel, genau. Ja, natürlich die Regel. Was war denn das Jahr davor? Warte, das war Alter, 20. Dass du 21. die Namen noch alle weißt. Ich vergesse schon gefühlt das letzte Hauptset. Ja, das wird auch schon gerade bei meinem koffeinverseuchten Hirn, wird es gerade schon dünn. Blazing Vortex Lightning Overdrive. Klingt sogar gut. War das eines? Ja, ja. Das ist sogar gut. Blazing Vortex Lightning Overdrive. Something. Weil die waren scheiße, dann kamen. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann. Ne, 4 waren das, glaube ich. Das waren 4. Das heißt, ich rate mal C. Ja, hau mal C rein. Komm. Okay, die Show könnte jetzt sehr schnell zu Ende gehen. Also, wir locken hier C ein. Das Ding ist folgendes. Eigentlich ist die Frage ganz simpel zu beantworten. Und zwar, eigentlich gibt es in jedem Quartal ein Hauptset. Bedeutet, insgesamt sind das 4. I mean, okay, ist gut gemacht, aber ich weiß nicht, ob die Herangehensweise... Ich werd so gebumst in den letzten paar Minuten. Oh mein Gott. Ja, aber die Herleitung war gut. Ich find krass, dass du alle Sets aufzählen konntest, also wirklich. Wirklich. Naja, oh mein Gott. Ich dachte, das ist eine wirklich einfache Frage, also eine wirklich einfache Frage. Ich werf einfach nur Geld gegen Card Market und kauf ein. Ich zähle nicht die Hauptsets dagegen. Also, ja. Ey, I mean, ein Sub ist drin bisher, ne? Also, ich will ja Mana darum zusammenkratzen. Ja, aber weiß denk schon, dran, ne? Wenn du nicht bis zur 5. Frage kommst und du bis dahin falsch liegst, droppst du auf 0 Euro runter, ne? Ist dir bewusst. Fuck. Egal, machen wir. Okay, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. So, ich freue mich doch hier schon wieder. Es ist eigentlich auch eine sehr simple Frage, aber ich habe ja schon Erfahrung gemacht. Nächste Frage. Und zwar, wie viele verschiedene Zauberkartenarten gibt es aktuell? Sind es A6, B4, C5 oder D7? Falls du Fragen hast, was damit gemeint ist, kannst du auch nochmal genauer nachfragen natürlich, ne? Ich vermute mal sowas wie Normal Spell, Quick Spell, Continuous, so ein Kram, ne? Ja, das klingt sehr gut schon. Du hast ja schon fast fertig. Du musst noch ein bisschen weitermachen, dann hast du es ja schon. Kurze Frage, zählt Pendel mit rein? Ne, Pendel ist ja eine Monster- und Zauberkarte, also kein Zaubertyp an sich. Okay, wait. Das wird irgendwas geben, was so kein Schwein mehr da draußen spielt. Sowas wie ein Gemini-Monster. Irgendwie so eine Spellcard-Art, vergesse ich bestimmt mal. Normal, Quick, Field, Continuous, Equip. Ja. Na, guckst du in den Chat? Nee, ich hab keinen Chat offen. Weil das ist okay. Cheating. Wait. Equip Spell, Normal Spell, Field Spell. Wait. Nochmal. Bin ich doof? Moment! Das will ich jetzt nicht festlegen, aber... Equip, Normal, Continuous, Equip, Normal, Continuous, Field, Quick... Irgendwas vergesse ich. Kann vielleicht irgendwas sein. Irgendwas vergesse ich. Dann denk mal drüber nach. Wann hat man... Wofür benutzt man Zauberkarten? Für alles in diesem Spiel!
Ja gut, das ist natürlich... Es gibt ein Deck, das nur mit Zauberkarten funktioniert, heißt Runik. Das ist korrekt. Es gibt aber auch andere Decks, die darauf setzen, Zauberkarten zu nutzen. Ja, okay. Hat mich null weitergebracht. Christ alive. Wait. Welche Decks habe ich in den letzten paar Jahren, Monaten irgendwas gespielt? Moment. Ich würde da den Decks nochmal durchgehen. Das ist ein guter Hinweis. Ja, wait. Wir haben Scarecrow gespielt. Spiel keine Equips, weil spiel nur gute Decks. Und gute Decks spielen keine Equips. Dann. Sind broken. Ja, die drei FTKs mit Goki. Viel Spaß da draußen, wenn du noch Bock hast, wirklich in Lip reinzurennen. Moment. Was haben wir denn noch? Oh mein Gott. Drytron, Ritual, Bruder! Oh, das wäre ja fast verbrannt gewesen! Uiuiuiuiuiuiui. Sechs! Das ist nur sechs so. Da sind wir bei sechs. Okay. Aber da hört das gerade wirklich auf, oder vergesse ich irgendwas? Moment. Christ. Nee. Quick, normal, ritual, field. Okay, ich brüll mal A. A? Mein Hirn kriegt gerade einen Knoten, wenn ich weiter nachdenke. Von dem her sage ich jetzt einfach mal A. Das Ding ist, es ist eine 200-Euro-Frage. Also ich dachte, wir sind schon easy bei der 1000-Euro-Frage. Aber! Wie gesagt, du hast einen professionellen Schwachmaten in deinen Stream eingeladen. Ist gut, ich glaube, es wird spannender, wenn wir es so machen. Okay, würden wir sagen, locken wir A rein. Es gibt Normal, Quick, Permanent, Equip, Ritual und Fieldspell. 6 ist richtig! Das heißt, let's go! Wir sind locker flockig jetzt bei der wunderschönen 300-Euro-Frage. Machst dich ja doch ganz schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Ohne, wirklich, es ist ja gar kein Problem. Achso, übrigens, ne, kleine Anmerkung für alle sehr schlauen Zuschauer da draußen. Wir haben hier einen Leserechtschreibschwäche-Typ, der die Fragen geschrieben hat, wenn da Rechtschreibfehler drin sind. Es tut mir leid. So, weiter geht's. Die nächste Frage kommt. Und zwar, die wievielte YCS war die YCS in London 2023? A, die 200. B, die 222. C, die 250. Oder D, die 100. Wow. Ich fühle mich gerade echt beleidigt. Du kommst erst mit, wie viele Zauberkarten gibt's, wie viele Sets gibt's für so einen Affen wie mich, und dann kommst du mit etwas, was Konami so groß angepriesen hat. Ja, aber der Witz an der Sache ist ja, also zum Beispiel Hauptsets, also no joke, für mich war immer klar, 4 Hauptsets, let's go. Immer. Also es war für mich nie eine Frage, das zu hinterfragen, dass es mehr oder weniger geben sollte. Und du so, keine Ahnung. Also, okay, Moment. Ich muss kurz strecken für dich für die Ad-Revenue. Okay. Ansonsten, nach Denkpause. Ich hoffe, ihr habt da draußen die Werbung geguckt. Dann sagen wir einfach mal C250. 250 wollen wir einloggen? Ja. Da brauchen wir keinen langen Witz drum machen, ne? Das ist die 250. Das ist richtig. Ja, bist doch gut dabei. So, wir kommen zur 500-Euro-Frage. Wenn du diese jetzt richtig beantwortest, dann hast du gesaved das. Das heißt, du droppst immer höchstens auf diese Summe runter. Ist, glaube ich, ganz logisch, ne? Ich würde sagen, bist du bereit? Let's go. So. Wir kommen zu deinem Lieblingsthema. Anime. Okay. Was ist die meistgespielteste Karte im Anime allgemein? Ist es A, Wiedergeburt, B, Topf der Gier, C, Überläufer oder D, Spiegelkraft? Kurze Frage, von welchem Anime reden wir? Ist egal, es ist All Time. All Time. Ja. Wiedergeburt. Das ist nicht. Also ich habe mir letztens mal. Also wir gut spielen Brains. Viele, ne? Also auch GX, ich glaube 5Ds wird die sogar auch gespielt. Ja, also ich weiß noch, und zwar, ich habe ja Brains, ist ja auch tatsächlich von den ganzen Anime-Dingern der einzige, den ich wirklich irgendwie mag. Ich halte den Rest für nicht gut.
Und ich werde es nie vergessen, wow, wo sie gegen Revolver gespielt haben. Und er war ja so der mächtige Endboss. Er besitzt eine Karte, die jeden da draußen fertig macht. Das war's Mirror Force halt. Echt? Ja, also, hast du Ranks nicht gesehen? Wild. Nee, ja, richtig, Mirror Force. Und darum... Ja, also Mirror Force ist eine Karte, die auf jeden Fall auch nicht nur im Original-Anime gespielt wurde. Ja, das ist... ja, ja, eben. Und das, aber das andere ist, Pot of Greed wirkt halt auch sehr, sehr verlockend. Hm. Und jedes Mal dieser... Und ich sag's auch allen Leuten da draußen nochmal, ihr seid nicht lustig mit diesem dummen Pot of... What does Pot of Greed do, Gag? Ich hasse diesen Gags dermaßen mittlerweile. Der Topf der Gier hilft gegen jeden Vampir! Also, Überläufers raus. Überläufers safe, komm raus. Wiedergeburt, I don't fucking know. Hm. Wir haben Spiegelkraft, wir haben Topf der Gier. Ich glaube, zwischen den beiden hake ich gerade. Tatsächlich, zwischen Topf der Gier und Spiegelkraft. Einfach nur, weil ich Spiegelkraft in Reigns gesehen habe, weil es ja so die Bosskarte von dem Boy ist. Aber ich glaube, das muss Pot of Greed sein, tatsächlich. It has to be. Dieser dumme, dumme Gag mit Pot of Greed. Den macht so ziemlich jeder Zweite da draußen. But what does Pot of Greed do? Ich glaube, also, ich muss hier mit B gehen. Ich muss mit B gehen. Tatsächlich Pot of Greed. Oh. Willst du einloggen? Ja. Okay, das Ding ist folgendes. Wiedergeburt wurde wirklich sehr häufig gespielt, aber nicht so häufig. Wie zum Beispiel der Topf der Gier. Die Antwort ist richtig. Ja, Topf der Gier ist es, liegt aber auch einfach daran, dass wirklich jeder diese Karte spielt. Bedeutet also, Jaden spielt es, sein Gegner spielt es und so weiter. Also es spielt immer der Gegner ebenfalls die Karte. Es hat einfach 3 plus 1? Ja, genau. Ist halt Storytelling für, also wenn du ein Duell scriptest, ist halt der Plus of One halt. Oh, wir brauchen aus dem Nichts noch irgendwie eine Karte mehr, ja. Plup. Also ist halt einfach. Ja, das heißt, die 500-Euro-Frage ist bestanden. Das heißt, du bist gesaved und wir sind jetzt bei der 1000-Euro-Frage. Das ist schon nice. Ich würde sagen, wir machen hier die Frage wieder weg. Und es kommt wieder was mit Zählen. Und zwar die nächste Frage. Wie viele Eigenschaften gibt es? A. 7, B. 6, C. 5 oder D. 8? Wait. Okay. Sheesh. Licht, Finsternis, Feuer, Erde. Licht, Finsternis, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Licht, Finsternis, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Was vergesse ich? Divine? Die beiden gibt's auch noch. Das ist richtig, das ist nur ein. Licht der Finsternis, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Das sind die ganzen Steiner, Dragon. Der Witz ist ja, würdest du aktiv Master Duel spielen, wäre das für dich jetzt viel leichter. Weil es gibt gerade ein Event im Master Duel. Ja, das hat 4 Attribut-Ding da. Aha, 4 Attribute? Das, was fehlt denn da drin? Weit. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Ja. Licht. Ja. Finsternis. Ja. Divine, ja. Also hier göttlich, also 7 fallen mir ein. Ja. Was für. Auch da muss ich kurz wieder durchgehen. Was für Decks habe ich gespielt letzte Zeit? Earth Machine. Habe ich alles mit drinne? Na gut, das ist relativ einfach. Earth. Vielleicht ein bisschen Dark. Dann haben wir. Tierlimit habe ich gerade zusammengebaut. Ich habe jetzt Dinosaur, habe ich jetzt auch mal zusammengeschmissen. Nee, mehr als 7 kommen jetzt gerade nicht rein. Tatsächlich dann. Möchtest du auf A gehen? Ich bin mir sicher, also ich habe das Gefühl, ich vergesse einen 8. Aber ich muss glaube mit 7 gehen, mir fällt mal nicht ein. Mir fällt ja, 7. Ah. 7? Ja. Ja, brauch nicht so rumgehen. Das war richtig, du hast dich nicht verzählt. Wow, ja, bin ich gut! Da brauchen wir es nicht spannend machen. Da, ja. Ja, Glückwunsch. Wir sind bei der 2000-Euro-Frage schon angekommen. Also so langsam wird's ernst, sag ich mal so, wie es ist. So langsam wird's ernst. Ich merke auch hier... 2000 Subs, ich danke dir, Maurice. Da, ich habe gedacht, ein pro jede Frage. So nicht. Nee. Ja, aber ich merke, du kommst gut rein, gefällt mir. Und Chat ist auch gut dabei. Der Chat gefällt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, geht in die nächste Frage rein. So. Warte mal. Oh, das ist eine technische Schwierigkeit. Aber egal, wir haben sie da. Rein in die nächste Frage.
Wir kommen zu Rulings. Du liebst Rulings. Oh nein. Ja. Und zwar, die nächste Frage hat es vielleicht in sich. Und zwar, als was wird eine Fallenkarte behandelt, die sich durch ihren Effekt an einen Effekt, an ein Monster ausgerüstet wird? Also, als was wird die Fallenkarte behandelt, wenn sie halt an ein Monster ausgerüstet wird? Ist es A, eine Zauberkarte dann, B, weder noch, C, eine Fallenkarte oder D, Zauber und Fallenkarte? Also, ich glaube, das einzige beste Beispiel, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist die Altergeist-Trap, die Rebound. Ich glaube, Manifestation, die Rebound, ja. Und equippt sich, ja. Und equippt sich. Ich glaube, das ist so in dem Szenario, wo du rein willst, ne? Ja, zum Beispiel. Also die Situation ist egal. Ja, selbst wenn es eine Sonderausnahme ist, geht hier um die Regel natürlich. Ja, wieso? Du hast doch das Beispiel genannt. Die Fallenkarte wird aktiviert, du reborns aus dem Friedhof, equippst daran. Was ist das dann? Ist das eine Zauberkarte, eine Fallenkarte, Monster, wieder noch oder Zauber? Also eigentlich müsste es eine Trap sein. So, also wahrscheinlich der Chat der Brücke. Mensch, das ist so vollkommen einfach. Folgendes, es gibt immer so, ich nenne ihn den legendären Konami-Mittelfinger. Und zwar, bei Thema Rulings gibt es immer so eine Geschichte wie, nee, warum? Weil wir es so sagen. Mehr als einmal gibt es so eine dumme Cases. Genug schon erlebt. Also das Ding ist, der Chat ist hier zum Teil unsicher. Und natürlich, hier schreiben wir auf welche, der Zusammenhang ist relevant. Wir nehmen es als im groben Ganzen. Wie gesagt, Ausnahmen, whatever, wo dann mal eine Fallenkarte irgendwie... Also es gibt ja Fallenkarten, die durch sich aus was anderes sagen oder so. Wir behandeln jetzt einfach den Standard-Case. Ich guck gerade schon den Telefon-Joker, muss ich gerade mal ein bisschen durchgucken. Was? Also, willst du für einen Telefon-Joker nutzen? Ich bin gerade echt, wenn du wirklich so, du wirst keinen finden da draußen, den du niemals etwas judgen lassen solltest, der wirklich, ich bin el inkompetente, was das betrifft. Also, boah, Moment. Oder andere Frage, ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Was passiert, nee, das ist dumm, das war, ich war ganz sehr dummes Beispiel nennen, weil da Zauber und Fallenkarte draufsteht. Was passiert, wenn Königlicher Erlass aktiviert wird? In was für Königlicher Erlass? Sind dann ausgerüstete Fallenkarten? Nee, dann okay. Ja, dann ist es still a trap. Dann ist es eine 10. Ja. Ja. Oh Gott. Royal Decree negated die ganzen Traps. Ich sag einfach 10. Und wenn es jetzt eine Zauberkarte ist. Dann haust du mich. Ich schick dir eine Rohrbombe per Post. Übertreib nicht gleich. Also, dann willst du auf C gehen? Ja. Okay. Ja, ich habe vielleicht zu viel geholfen. Telefonjoker wäre schon lustig gewesen. Die Antwort ist richtig. Yes! Ich habe gerade geguckt, einer meiner Headjudges ist online. Noch. Spielt der Counter-Strike, ist mir egal. Ja, also, wie gesagt, ja. Ist halt in den Zusammenhang klar. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber es geht jetzt ums Allgemeine. Das Ding allgemein, viele Fragen sind sehr, sehr speziell, wo man sagen kann, aber in dem besonderen Fall X ist das nicht so. Ja. Oder in dem Fall Y oder so. Ja, ist halt schwierig. Also allgemein, deswegen bin ich auch da. Ich weiß ja die Antworten und werde ein bisschen helfen. Es werden noch Fragen kommen, wo auch ist, betreffen wir uns jetzt in TCG oder im OCG? Bliblablub. Wie gesagt, dafür bin ich da, Leute. Keine Panik. Ich werde Nico nicht absichtlich hier irgendwo ins Leere rennen lassen. So. Wir kommen jetzt zu der 4.000-Euro-Frage und das ist schon, jetzt kommt die Frage, die dich brechen wird. Ich sag's dir. Toll. Also, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage rein. So. Und zwar, die nächste Frage hat es wirklich in sich. Animes. Und zwar, wie viele Yu-Gi-Oh!-Animes gibt es aktuell? A6, B8, C7 oder D9? Bums mich doch. Kurze Frage, dieses ganze Kram wie Kapselmonster und sowas, gilt das alles zu DM? Ja, das zählt zu DM, das ist gut. Das zählt zu DM. Ja, ja. So, dann haben wir DM, GX, 5Ds.
Kinders, ich sag's euch, wie es ist, ich hab nichts von diesem ganzen Scheiß gesehen in der Regel. Ich hab DM als Kind geguckt, GX vielleicht und 5Ds hab ich mal wollte ich nachgucken und fand ich komplett scheiße. Danach hab ich nichts mehr geguckt. Warte, 5Ds? Was kam nach Synchro nochmal? Genau, Sechsel, Arc V, Frames. Haben sie nicht irgendwie so im OCG Sevens? Ja. Wenn du jetzt irgendwie kommst mit, ja, und da gibt's doch so die Verschollene irgendwas, die nur in Japan auf einer DVD gibt. Oh Gott. Die Frage ist, was ist der aktuelle Anime? Sevens. Ist es das? Ja, weil Konami versucht, Rush Duel zu pushen, was, beziehungsweise drüben bei uns ist ja noch gar nicht angekommen. Wait! Also das ist gerade mal so. Wir haben drei wunderbare Joker zur Verfügung. Der wirkt so simpel! Ja, der wirkt auch simpel! Ja, ich warte nur auf die Maurice Nackenklatsche. Seven ist Rush Duel. Ja. Vrains ist Link. Ja. Vrains ist Link. Dann haben wir Arc V's Pendel. Dann haben wir Sechsel. GX, DM. Wait a second. Wozu zählt Season Zero? Zählt nicht mit. Zählst du nicht mit? Okay. Dann ich weiß gar nicht, gibt es da einen offiziellen Anime zu? Ich glaube, das ist nur ein Manga, oder? Es gibt tatsächlich, glaube ich, 1-2 Folgen zu Season Zero. Aber, ja, will ich jetzt nicht hier so sagen. Also ich habe mich nach den YugiWiki-Artikel gegangen. Ich habe auch keine Ahnung. Wollte ich nur sagen. Weil der Chat ist sich auch sehr uneinig, muss ich sagen. Also, Season Zero hast du nicht mit reingezählt. Also, DM ist das erste. Genau. Die Frage ist halt wirklich, was ist der aktuelle Anime? Das ist Sevens, das weiß ich. Das ist Sevens, das weiß ich einfach nur, weil ich zu YGO Pro immer so mir neue Karten angucken will. Dann sage ich, oh toll, Rush Duel Karten angekündigt. Nice, juckt hier keine Sau. Warte. DM, GX. 5D, 5D, 6, Arc V, Brains, Sevens. Ja, dann ist es Antwort C. Wie heißt das aktuelle Spiel auf der Nintendo Switch? Was? Hast du? Ja, wow. Ich meinte, das Spiel. Link ist Evolution? Nee, davor gibt's noch ein Spiel. Hat was mit Rush Duel zu tun. Heißt es Sevens? Moment, okay. Ja, Moment, wo sind meine Weeps? Ja, Telefon. Ich muss telefonieren. Telefon, Joker? Ja, ich muss telefonieren. Ich brauch einen Anime-Weep. Okay. Wo würdest du denn gerne hingehen? Ups. Ich weiß ganz genau, wo ich anfrage. Ich kenne nur einen, der so Anime-Kram bei mir guckt. Und zwar einer von meinem Staff-Team. Moment, ich guck grad mal ab. Also, kann ich den Typen anrufen oder wie machen wir das jetzt? Nee, dein oder mein Discord-Server gehen einfach. Mein Discord, ich weiß schon. Ich guck mal kurz, ob die Sau Ding zockt. Counter-Strike. Nein, tut er nicht. Shit. Ja, auf jeden Fall, ich weiß schon, wen ich anfragen will. Tatsächlich. Also, ich will meinen Discord anfragen. Wie bitte? Ich würde meinen Discord anfragen. Ja, kein Problem, können wir machen. So, wie darf ich das machen? Wie ist das reguliert? Darf ich at everyone ping oder darf ich jemanden anrufen? Weil der ist gerade in dem Staff-Channel drin, mein Lieber. Wie läuft das ab? Ja, du gehst in einen Channel, wo ich mit rein kann, also zum Beispiel Table 20 oder so. Und da kommt die Person dann mit rein. Okay, dann machst du mal Folgendes. Wir gehen, geh einfach mal bei mir in Discord in den Waiting Room rein, ich zieh dich rein, okay? Im Channel. Wo ist denn der Waiting Room? Da, ja, okay, machen wir so. Bis gleich. Moin. So. Roffel, du Kacknerd! Ja. So.
Wie viele Yu-Gi-Oh! Anime gibt's? 7. Welche? GX, 5Ds, Zexel, Arx, Rain, Seven, warte mal kurz, GX, 5Ds, Zexel, Arc. Wie heißt das aktuelle? Und Rush. Rush? Also 7. Rush müsste das Jahr, ist jetzt das Jahr raus, das ist 2022 raus. Und was raus. Ist Sevens? Sevens müsste 2020 rausgekommen sein. Ist das sein. Nicht dasselbe? Sevens wie Rush, ist es nicht dasselbe? Nein. Achso, dann sind es 8. Zeit ist abgelaufen. Roffel, danke für deine Unterstützung. Und Nico ist wieder danke auf Danke fürs Verwirren. Oh. Okay. Ich sag's dir, wie es ist, er hat's viel schlimmer gemacht. Vielleicht, aber vielleicht hat er... Er hat einfach nur schlimmer gemacht. Also Sevens und Rush ist nicht dasselbe. Hat er gesagt. Nein. 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 Oh Gott. Ja, okay, okay. Münzwurf. Was haben wir denn da? Nein, wieso? Zähl nochmal durch jetzt. Das Problem ist, ich weiß es nicht, ob Sevens und Rush dasselbe ist oder zwei unterschiedliche. Dein Telefonjoke hat gesagt nicht. Er hat gesagt, nein, ist nicht dasselbe. Aha. Dann, weil dann sind es 8. Nach der Logik, ja. Roffel, wenn du das sehen solltest. Das ist 8. Wenn du hier irgendwas siehst, ne? Digga, ich hab deine Adresse. So. Ja, 8. Gehst du auf 8? Ja. Also, es ist richtig, dass wir 6 Animes haben, bevor Rush Duel reinkommt. Bedeutet also, ab Rush Duel ist neuer Anime gekommen. Heißt, ja, 7. Anime ist dann Rush Duel. Und es stimmt, ja, dass wir aktuell immer noch Rush Duel haben. Ja. Und Sevens und Rush heißen beide verschiedene Kapitel. Und es sind 2 verschiedene, damit sind es 8. Ich hasse dich so sehr. Gott. Und mein Chat beschwert sich darüber, dass ich dir zu viel helfe. Leute, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber ich bin absolut dämlich. Naja, aber wenn du auf 500 Euro runterfällst, dann, ich meine, ist ja... Ja. Stream mal bitte Übertragung wieder. Achso, ja, das ist natürlich ungünstig, ne? Ohne Fragen ist nicht leicht, so. Oh, das war jetzt auch falsch. Hallo, Technik. So, jetzt habt ihr wieder den Nico live. So. Okay, Leute. Ich halte mich jetzt zurück. Er hat noch 2 Joker. Damit kann er auch genug anstellen. Ich würde mal sagen, wir gehen in die nächste Frage. So, die nächste Frage ist wirklich leicht. Wenn du den Anime geguckt hast. Wenn du alle Karten kennst. Die Frage ist nämlich folgende. Welche Karte hat die Eigenschaft Finsternis? Das klingt ja simpel. Oh oh. A. Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. B. Betäubende Magierin. C. Albtraumgreif. Oder D. Göttliches Arsenal. A.A. Zeus. Himmelsdonner! Zeus ist raus, Zeus ist nicht. Wer ist die betäubende Magierin? Hast du mir den englischen Begriff? Ich kenn die deutschen Namen nicht. Downed Magician. Ach, Downed. Also, ich häng zwischen Griffin und zwischen Underworld Goddess. Downed ist, glaub, irgendwas anders. Warte, die ganzen Nightmares. Wait. Nightmare Unicorn ist Dark. Ja, nee, stimmt. Unicorn ist Dark, dann ist Unicorn schon raus, weil die haben ja alle ein anderes Typing. Phoenix ist Feuer, Unicorn ist Dark, Goblin ist Wind, bla 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 bla. Dann wird das wahrscheinlich irgendwas anders sein. B, also Downer. Was ist noch mit Downer Magician? Ich greife an mit Mubeta.
Ich overlay. Er stellt sich gar nicht vor. Ich versuche gerade von Erinnerungen aufzurufen. Und dann Zeus. Downward könnte halt auch dark sein, ne? Och, bei Goddess bin ich mir so fucking uneinig, ob die jetzt light oder dark ist, ne? Boah, ey. I don't know! Zwei Joker. Wait. Ja, Moment. Ich hab die in meinem Leben dreimal gespielt oder sowas, die Drecks. Aber du hast sie doch ganz oft abbekommen, oder nicht? Achso, die Goddess, achso. Ja, aber auch die hast du auch schon abbekommen, oder nicht? Ich hab Goddess ein einziges Mal competitive gespielt, das war letztes Jahr auf der DM. In Drytron, weil ich Angst hatte vor Psychic and Punisher. Ja, richtig, da hat's auch funktioniert tatsächlich. Moment, jetzt. Puh. Also. Ich glaube aber, Goddess war light. Zeus ist light. Griffin ist kein Dark. Unicorn ist Dark. A oder B. Ich hänge zwischen A und B. A oder B. Könntest du 50-50 Joker nehmen? Nee. Weil du mir dann A oder B fortsetzt, weißt du? Und wenn du das. Nee. Also ich kann dir sagen, du hast Glück. Es ist technisch nicht möglich, zwei Sachen auszublurren. Deswegen kann ich selber aussuchen, welche zwei Antworten weggehen. Nee. Das mach ich schon selber. Download ist Dark B. B, bist du sicher? Ja. Wenn du diese Frage falsch sagst, fällst du auf 500 Euro runter, ne? Egal, Digga, ich hab Tierlements Post-Bandits gespielt. Ich lebe für den Gamble. Also, rollen wir das Pferd von hinten an. Göttliches Arsenal Zeus ist Licht. Ja. Das ist korrekt. Albtraum, ja. Ritter, Greif. Du hast recht, alle haben eine andere Eigenschaft und basieren auch aufgrund der Farbe. Also die haben unterschiedliche Farben und darauf basiert das Ganze. Ja. Und ja, Albtraum, Greif ist nicht dark, auch wenn das oft vermutet wird. Jetzt kommt's. Unterwelt, Göttin der geschlossenen Welt, kann leicht oder dark sein, betäubende Magierin auch. Betäubende Magierin ist eine Magierin, die eventuell light oder dark sein kann. Und... Die Antwort ist richtig. Ich hab meine Kopfhörer ausgestöpft dabei. Let's go! Okay, let's. Ich finde es auch sehr geil, wie der Chat wirklich am Anfang die ganze Zeit meinte der Chat, ja, ganz einfach, Underworld Golem. Ich hab das schon längst gewusst. Nee, der Chat lag sehr viel falsch. Okay, ich würde sagen. Wir haben den nächsten Meilenstein. Ja, wenn du das schaffst, dann kannst du nur noch auf 16.000 runterdroppen. Das wäre gut für dich, weil das wären dann immer safe 5 Subs. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage rein. So, auch diese Frage kann eventuell leicht sein. Man muss sehr tief in den Gehirnschmalz rausholen. Und zwar, die Frage ist lautet, wie viele Fusionsmonster gibt es, die auch Empfänger sind? A3, B1, C2 oder D0? Arsch. Also mir fallen zwei ein off the bat. Echt? Einmal das beste Monster 2017. Theseus, let's go. Theseus und dann hier dieses Magic-y Fusion-Ding da. Mhm. Weil ich das weiß, ich habe das mal in Sword Soul gespielt mit ja, Instant Fusion. War richtig scheiße, der Bild. Nein, ohne Witz, im Master Duel Instant Fusion als Extender, du kriegst einen Whale of Moyer, machst einfach Instant Fusion, go. Ich glaube, da kam es aber noch ein dritter raus. Dieses Jahr. Auch ein Instant Fusion Target. Und zwar, hier wurde in Goti, habe ich das Ding gezockt, glaube ich. Geil, du zockst es und weißt nicht mal, ob es existiert. Ja. Maurice, du darfst nicht vergessen, ich zock wahrscheinlich sechsmal so viele Decks wie du.
Nur ich zock halt wirklich die unterste Schublade. Zum ja, Teil. Aber man also, merkt da schon, vielleicht solltest du mal ein paar wenige fokussieren, dass du nicht mal weißt, welche Karten du gespielt hast. Ja, ja, ja. Also ich glaube hier, und zwar, das war dieser V. Da hier dieser Level 2 Dingenskirchen da. Mhm. Also es sind drei, die mir jetzt gerade einfallen. Und drei ist das Maximum, ist das die Frage. Weil ich habe den Goti gespielt tatsächlich. Dann hast du den Goti gezockt. Mhm. Dann würde ich sagen A. Ah. A? Ah, soll ich das für dich haben? Ja. Okay, dann loggen wir das ein. Ja. Also, es gibt die beste Karte 2017, was ein Fusionsmonster Empfänger ist. Dann gibt es wirklich die Magieschlüsselkarte, die du genannt hast. Ja. Und es gibt den V. Richtig, es gibt den V noch. Korrekt. Ach, ist, also hätte ich Goti nicht gespielt, wäre ich nie auf diese Karte gekommen. Tja, gut, dass es so gelaufen ist. So, ich würde sagen, Respekt, schon sehr weit gekommen. 32.000 Euro Frage. Ja, der Chat wird jetzt wieder sagen, ich habe zu viel geholfen, aber... Da hast du gar nichts geholfen. Naja, bei der einen Frage, ich wollte wirklich nicht, dass du verlierst. Also von daher, ja. So, die nächste Frage formuliere ich gleich extra nochmal neu, weil es wird sofort im Chat kommen. Aber Maurice, das kann man so nicht sagen. Deswegen werde ich die Frage nochmal erläutern, okay? Aber im Großen und Ganzen ist das alles richtig. Wir kommen damit jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, in welchem Jahr kam die erste Verbotsliste raus? Und jetzt kommt nämlich die Klugscheißer. Es war keine Verbotsliste, sondern eine Limitiertsliste. Weil auf der ersten Liste wurde keine Karte verboten, sondern nur limitiert. Also als Anmerkung. Ist es A, 2001 gewesen? Ist es B, 2004 gewesen? Ist es C, 2003 gewesen? Oder ist es D, 2002 gewesen? Ich hab so hardcore keine Ahnung. Du könntest mir sagen 2,5 und ich würde sagen, jo. Problem ist, ich glaube von meinem also Telefon-Joker ist raus. So Publikums-Joker haben wir noch, ne? Ich muss gerade überlegen, dein Publikum, was du zuguckst, sind es eher so Metaspieler oder sind es Leute, die wirklich den alten Kram gucken? Ob dein Publikum vertrauenswürdig bei der Frage ist, bin ich immer überlegen gerade. Also, ich bin mal so nett und hilf dir, ja? Ich lese einfach mal vor, was im Chat steht. B, ah. B, C, D, B, E, Toll, A, ja, D. Komm, lass gut sein. Toll. Ja, wow. A, B, C, D steht drin. Cool, danke. Leute, ihr... Oh, fuck me. Ohne Witz. Wie gesagt, wichtig, Leute, ne? Ich hab's extra erwähnt. Verbotsliste, ich meine die erste Liste, die rauskam, dort wurde nichts verboten, dort wurde nur was limitiert. Deswegen erwähne ich das extra, weil es sonst zur Verwirrung kommt. Weil sonst sagt jemand, ja, aber die erste Karte verboten wurde es in dem Jahr. Ja, die erste Liste hat nur was limitiert. Okay, dann ich sag's wie es ist, nehmen wir 50-50 Joker. Ohne komme ich da nicht weiter. 50-50 Joker? Ja. Ich trau dem Chat null. Aber das, so mit Anlauf nicht. Also das Ding ist, wie gesagt, ne, ich kann das leider grafisch nicht darstellen. Dementsprechend, ja, ich sag dir, was übrig bleibt dementsprechend, ne? Also, wir setzen den Joker ein und übrig bleibt A und D. A und D, zwischen den beiden ist es. Die Lösung wegmachen. Ja, das wäre auch. A und D. Also die 5 Subs habe ich safe, ne? Hast du gesagt? Ja, die hast du safe. Achso, du hast einen Joker benutzt. Ja. Den machen wir da mal schön durchgestrichen hier. Das Ding A ist, und D. Wann kam denn Yu-Gi-Oh! Raus? Ich weiß nicht, ob das keine Ahnung, gibt. Keine okay. Ahnung. Du bist ein echt später Einsteiger, ne? Ich bin 2019, habe ich. Also, ich habe Schulhof Yu-Gi-Oh! Gespielt.
Mhm. Damals in der, was, 5., 6. Klasse oder sowas, weißt du, das war so Invasion of Chaos. War das und so ein ganzen Kram. Dann habe ich ja auch irgendwann mal, bei mir hat einfach keiner mehr Yu-Gi-Oh! Gespielt, weshalb ich da aufgehört habe. Und dann bin ich irgendwann 2019 wieder rein. Also sind, ja. Und ich sag's, es ist, also fucking 2001, da war ich 7. Also, ich werde das jetzt nicht live, ich saß da jetzt nicht unbedingt mit 7 mit drin mit, Mensch, Chaos Emperor Dragon, kann ich nicht mehr zocken, schade, weißt. Da hast du das Darkhold durch die Arschritze gezogen oder sowas. Also, oh mein Gott. Also, lass mich nachdenken. A und D, 2-1, 2-2. Das Ding ist, also nicht, dass ich dich jetzt verleite, einen Joker zu benutzen, aber der Chat war sich ziemlich sicher, nach längerem 100 Mal alles durcheinander durchspammen, waren sie ziemlich sicher, dass es B ist. Aber B ist weg. Ja. Danke, Chat. Ihr seid weil immer. Weil 2004, glaube ich, war sogar wirklich die erste Liste, wo es verboten wurde. Aha. Da ist nämlich Überläufer, glaube ich, auf 0 gegangen. Ich glaube, das ist nämlich. War das nicht Goat-Anfang? Ich, das Halbwissen. Wir bleiben A und D ist zur Auswahl. Okay, A und D ist zur Auswahl. Ich muss so hardcore raten. Oder Publikumsjoker. Oder Publikumsjoker, ja. Das heißt, an einer Frage zwei Joker. Ja, also, ist glaube ich relativ normal. Okay. A und D. My mom didn't raise ain't no bitch. Ich rate 50-50. Von 50-50? Oh mein Gott. Ja, und zwar 1. Also Kopf, die Zahl ist A. Kopf ist D. Okay, sie ist mir hinter dem Monitor gefallen. Scheiße. ja, ich nehme noch eine Münze hier rumliegen. Ja, ich habe sehr viel Kleingeld hier rumliegen. So. Ja. D. 2002. Du willst keinen Joker benutzen? Nein. Du willst wirklich die Münze entscheiden lassen? Ja, weil... Du brauchst den Joker für spätere Fragen? I try. Die es vielleicht nicht geben wird, weil die Antwort falsch ist? Ich bin nicht sehr smart, Mann. Okay, dann loggen wir das ein. Die erste Liste, die halt keine Verbotsliste war, sondern eine Limitierungsliste war, war 2002. Oh mein Gott. Let's go. Alter, das ist ja null Skill an der Sache. Ich weiß. Digga, was glaubst du, wie ich auf Twitch gewachsen bin? Ich war einfach da. Du hast aber einen Vorteil. Die nächste Frage wird der Chat auf jeden Fall richtig beantworten. Weil das auch ziemlich leicht zu googeln ist. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Wir sind... Oh, vor allen Dingen sind wir erstmal bei der 64.000 Euro Frage. Ja. So, die nächste Frage. Wie viele Link 6 Monster gibt es aktuell? A4, B1, C2 oder D3? Oh mein Gott, also... Arrival Cybers Eddie Knister ist das allererste, was mir einfällt. Guter Call schon mal. Der ist Level 6. Level vor allen Dingen. Der ist Link 6. Ich bin gerade auch mal überlegen, ob der Firewall Dark Fluid oder wie der heißt, nicht auch Level 6 ist. Nee, ist der Link 6 oder Link 5? Dark Fluid. Das ist ja die Frage. Ja, da hänge ich gerade. Ich glaube, Dark Fluid ist Link 5. Ich glaube. Der ist Link 5. Ah, der Chat kommt wieder. TCG oder OCG? Und TCG. Ja, TCG oder OCG? Mit OCG ruhig. Mit OCG. Aber das ist jetzt nicht, dass die Antwort dadurch krass verfälscht wird, von wegen, es sind irgendwie krass welche bekannt. Also, naja, du könntest alle kennen. Das hat ja den neuen Firewall Dragon da, den... Das ist richtig.
Was ist der denn? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, so kommen wir voran. Ich hasse Link-Decks. Ich hasse Link-Spam-Decks. Ich habe in meinem Leben Mathmag gespielt, 2 Wochen, und das habe ich dann so scheiße gefunden, dass ich es weggekloppt habe. Kannst du nicht mal was Cooles sagen? Keine Ahnung. Nenn mir alle Endymion-Monster, weißt du? So eine Rotze, weißt, das könnte ich. Wie soll man das denn als Frage formulieren? I don't know. Also, wie gesagt, ne? Also, OCG eingeschlossen, aber es ist irrelevant, weil du kennst, also, du kennst theoretisch alle Link-6er. Kenne ich theoretisch alle Link-6? Ja. Ah, das ist sehr, sehr broad formuliert von dir. Was tun wir von Wissen aus? Ja, dann sagt der Chat wieder, ich helfe dir zu viel. Nein, all good, all good, all good. Ich glaube, der neue Fire... Warte, rechnest du dann Cyberstorm Exos schon mit rein, gehe ich mal davon aus. Ja, OCG ist glaub, ja der drin. Dann natürlich ja, rechne ich mit. Ja, sorry. Weil ich glaube, der... Ist der Link 6 oder Link 5? 6 oder... Oh... Und die Frage fühlt sich so lösbar an. Die fühlt sich so lösbar an. 2C. Also weiß ich auch nicht, was ich von dir halten soll. Du bist Joker und bist am Struggeln und du sagst, ja, ich mach aus das Problem ist, wie gesagt, du redest mit einem, der 4-mal die Woche vor knapp 200 Leuten im Chat irgendwas fragt und da kommt nur Scheiße raus. Okay, also. Loggen wir das jetzt ein oder möchtest du dich noch korrigieren? Ja, hör auf, wirklich, es gibt keinen zurück, sonst denke ich nach und ein großer Fehler ist es, wenn ich nachdenke. Okay, also. Es ist richtig, der Gnister ist Link 6. Und in Cyberstorm Axis kommt ein neuer Firewall-Drache raus, der ebenfalls Link 6 drin ist. Aber im OCG gibt es keinen mehr. Es sind 2. Scheißkerl! Ja, da dachtest du, ne, ich switch noch um. Ja. Oh Mann. Krass! Wir sind schon bei der 125.000 Euro Frage. Hätte ich gedacht. Hättest du gedacht, dass du so weit kommst? Nee. Ganz ehrlich, nee. Direkt Frage Nummer 3, wie viel Zacken hat Yugi in der Friese? Und dann, sorry, bin ich raus. Also das ist irgendwie so ein Shit. Nein, sowas würde ich nicht fragen. Aber bist du bereit für die 13. Frage? Ja, I guess. Okay, let's go. In welchem Jahr kam die Ghostwear zurück ins TCG? A. 2020, B. 2022, C. 2023 oder D. 2021? Sag fucking Ghost from the Past. Wann kam Ghost from the Past 2 raus? Einmal 1. Warte, jetzt muss ich nachdenken. 2019 habe ich angefangen wieder. Dann habe ich Thunder Dragon gekauft. Ende 2019 habe ich exakt einen Monat Spaß damit gehabt, dann wurde Colossus gebannt. ja, es ist wirklich scheiße gewesen. Dann habe ich Dino gespielt. Dann 2020 kam Ignition Assault. Rise of the Duelist, Ignition Assault, Rise of the Duelist 2020 war Secret Slayers auch das Jahr. Diese Namen alle, war jetzt crazy. Warte, Ignition Assault, Rise of the Duelist, Eternity Code. Das war auch Duel Overlord, wo war Wertet. Ich hasse Wertet. Okay, ja, dass die Karte von Bandits ist. Also das war nicht was from the past. Das war nicht. 2021. Pass mal auf. Was war in Ghost from the Past 1 drinne? Was war da drinne? Da war das nicht das Set, wo komplett Metal Force gereprintet wurde? Doch, da wurde Metal Force komplett gereprintet. Woher ich das weiß? Ich habe die Scheiße gekauft. Leute, kauft kein Metal Force Model, das ist echt scheißdeck. Es war 2021, als ich mein Metal Force Arc hatte, tatsächlich. Das war...
weil 2022 war schon Battle of Chaos, blabli blub blub. Schlechte Sets und sowas, das war schon Ghost from the Past 2, I guess. Ja, Ghost from the Past 2, weil da haben sie extra die Droprate von dem ganzen Kram hochgeschraubt, dass jeder eine Ghost Rare bekommen kann. Ghost from the Past 1, ja, nee, das war 2021 tatsächlich. Are you sure? Ja. Wenn du jetzt sagst, nein, das ist Antwort E aus nix. Das ist 2017 natürlich, in dem Sideset. Also möchtest du jetzt... Ich sag D. D einloggen? Ja. D. Also, die Ghost Rare... Also du möchtest einloggen, ne? Sind wir dabei. Ja. Okay. Wir merken schon, Musik geht aus. Wir machen sie wieder an. Wenn du jetzt falsch liegst, droppst du auf 16.000 wieder runter, ne? Ja. Okay. Also... Ghost from the Past, die erste, kam raus mit wunderschönen Ghost Rays. Und sie kam raus im Jahre 2021. Bin ich Gold oder was? Aber... Wenn jetzt aber kommt... Oh nein. Oh nein. Im Jahr davor, in Rage of Ra, kam der geflügelte Drache des Ra... In Ghost Rare raus. Und das war ein Jahr früher, 2020. Oh, Rage of fucking Ra. Das war so ein Ja, dieses Set war absolut Turbo-Scheiße. Natürlich habe ich das verdrängt. Boah, ich weiß, ich hab ein Raddeck gebaut, Jet, für nur sage und schreibe 400 Euro. Hab ich geprickt auf der Scheiße. Boah. Fuck. Ja, aber was soll ich sagen? War trotzdem eine sehr gute Sache. Ja, Leute. So, Leute, das war's damit dann. Die Runde 1 für hier. Mit Niska leider ist an der 125.000 Euro gescheitert. Die Ghost from the Rare kamen nicht 2021, sondern 2020 mit dem gefühlten Drachen des Ra raus. Und ja, damit sind das 16.000 bzw. 5 Subs für dich. I mean, I take it.